Die Fans drehen seit Stunden durch. 1975 sind heute hier. Oh mein Gott! Wow! 1975! Der zweite Eingang. Auch hier bereits die Hölle los. Der 1975. Ich bin total gemein, ich weiß, ich bin durch diese Menschenmasse durch. Immerhin wohne ich da, gell? Also muss ich da durch. Und ich habe dabei sogar einen Kakaopack. Also. Ja, es ist wahr. Ich habe wirklich einen dieser armen kleinen Kinder seinen Kakaopack kaputt gemacht. Jetzt habe ich das Konzert. Ich gestehe, mir geht's deswegen ziemlich schlecht. Ich möchte mich bei der Person entschuldigen. Sorry. Ich muss mich gleich nochmal entschuldigen. Ich kann nicht zeichnen, weder mit dem Finger noch überhaupt. Darum Entschuldigung. Gute Nacht. Es ist immer ziemlich schwierig, so den Abstand zu halten und das Telefon in der richtigen Größe. Da bin ich immer ziemlich traurig. Außerdem brechen sie am Ende immer ab. Was soll ich machen? Es funktioniert einfach nicht so. Ein Mann ist nicht nackt, solange er einen Hut hat. Ich bin hier in der Bio-Werkstatt. Das ist ein Bioladen hier in Wien im ersten Bezirk. Und die haben sogar eine Rampe. Hier gibt es natürlich alles, was das Vegetarier- und Veganerherz begehrt. Die Rampe funktioniert. Ich glaube, von mir kann es gar nicht genug geben. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag und ich gehe jetzt drehen. Vor ungefähr 2 Wochen war hier die große Eröffnung dieser absolut barrierefreien Bilderfiliale in Simmering. Das Material, das ich damals aufgenommen habe, war aber leider nicht brauchbar. Darum bin ich heute hier und werde nochmal durchshoppen und alles besser aufnehmen. Und dann geht's auf Marbacher. Ja Leute, schaut's her. Wenn ich mal akademisch etwas gerissen hätte, wäre ich wahrscheinlich hierher gegangen. Das ist die WU. Hier, das sind die tollen Glaspaläste der Wirtschaftselite der Zukunft Österreich. Hallo, ihr Lieben. Ich wollte euch mal sagen, dass ich heute in der U-Bahn mit der Selina Blocksberg unterwegs war. Okay Leute, ich bin jetzt hier im Kino und überlege mir gerade einen Film anzuschauen. Ich habe noch 15 Minuten Zeit. Es geht, zur Auswahl steht The Jungle Book oder The Huntsman and the Ice Queen. Ich mache ein Foto von der Anzeige und ihr macht einen Screenshot und zeichnet ein, was von den beiden ich mir anschauen soll. Bitte beeilt euch, ich habe noch gut 10 Minuten Zeit. Danke. Ich weiß jetzt, dass ich Umfragen etwas länger planen muss. So kurzfristig geht es einfach noch nicht. Es schauen einfach noch nicht genug Menschen meine. Aber das ist okay, denn das wird ja noch. Also, beim nächsten Mal werde ich früher anfangen bei einer Umfrage. Das war's. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder. So sieht Frühling in der Großstadt aus. Hey, wenn ihr mal in Wien seid und eine barrierefreie Location sucht, wo man lecker essen kann, das Café Carpacci,
als Rollifahrer hat man es immer schwer, nette Lokale zu finden, wo man gut essen kann und wo man auch aufs Klo gehen kann. Hier im Corpacci ist das möglich. Ich habe es das Corpacci ja als barrierefrei empfohlen. Darum hier die Toilette. Negativ zu erwähnen ist das ganze Graffel. Hier eine Kiste, ein zu großer Mistkübel und zwei große Kanister. Zwei große Kanister, die sehr viel Platz einnehmen. Außerdem der riesige Wickeltisch. Wenn das ein Klapptisch wäre, wäre es besser. Und der Klopapier- und Küchenrollenvorrat für ein ganzes Jahr. Positiv ist dieser Griff, denn dadurch kann ich aus dem Rolli aus die Tür selber zumachen. In einem Behindertenklo sollen nur das Klo, das Waschbecken, ein Mistkübel und vielleicht noch ein klapperer Kinderwickeltisch sein, sonst nichts. Vor allem, wenn der Raum schon eh klein ist und es ist umso schwieriger für Rollis darin zu manövrieren. Und da ist jedes Zeug, das rumsteht, fehl am. Vier Räder, man kann draufstehen und sitzen und kein Motor. Warum tut ihr euch Nichtbehinderten das an? Ich werde auch oft gefragt, warum trage ich nicht solche Kappen? Die Antwort ist, der Grund, warum ich keine Kappen trage mit Schild vorne, ist der, weil ich den ganzen Tag so niedrig sitze. Und dann müsste ich den Kopf immer so weit nach hinten geben, um die Leute zu sehen, die vor mir stehen. Und darum trage ich Kappen ohne Schilder. Und es hat auch nichts mit Religion zu tun. Viele denken immer, ich bin Künstler, Koch oder es hat religiöse Gründe. Aber nein, diese Mütze kommt aus dem Gastronomiebedarf. Und das Wichtigste überhaupt, sie verdeckt meine immer größer werdende Glatze. Muss ich mich jetzt fürchten? In der U-Bahn haben gerade zwei 10-Jährige darüber diskutiert. Handgranate, Raketenwerfer oder Bombe. Was ist dir lieber? Dieses Wochenende ist Familienschlemmerei angesagt. Darum wird es wenig Snaps geben. Hallo, wunderschönen Sonntagabend. Ich bin wieder in meinem E-Rolli und bin darüber sehr glücklich. Ich bin nämlich nicht sehr gern im Handrolli unterwegs, weil da bin ich immer angewiesen auf andere und kann selbst nicht damit fahren und sagen, wo ich hin will. Den Handrolli nehme ich, wenn ich weiß, dass ich wohin fahre, wo ich mit dem E-Rolli nicht mobil bin. Das heißt, wenn ich auf ein Auto angewiesen bin. Oder wenn ich irgendwo übernachte, wo ich weiß, dass ich mit dem E-Rolli nicht reinkomme. Wenn ich zu meinen Eltern fahre, trifft beides. Wenn ich jetzt zum Beispiel wohin fliege, auf Urlaub, dann versuche ich immer mit dem E-Rolli zu fliegen, weil für mich Urlaub nur dann Urlaub ist, wenn ich auch selbst mobil bin und entscheiden kann, was ich mache und wann ich es mache. Andere Rollstuhlfahrer gibt es, die zum Beispiel kein Problem damit haben, im Urlaub mit dem Handrolli zu fahren, weil sie dadurch flexibler sind und mehr unternehmen können. Aber für mich kommt das einfach nicht in die Frage, weil wenn ich angewiesen bin, dass mich jemand rumfährt und überall hinschiebt, habe ich keinen Spaß dabei. Aber da ist eben jeder Mensch verschieden. Die einen haben lieber mehr Flexibilität und die anderen mehr Mobilität.